Ich bin die Sophia, ich bin 25 Jahre alt. Meine Style würde ich sehr einfach alltagstauglich beschreiben. Das muss immer easy sein, was ich anziehen kann. Und hier die nächste Anwärterin für das große Fashion-Duell. Ah! Hi! Hi! Bleib mal hier. Im ersten Moment dachte ich so, du wirktest unsicher hier vorne, aber so an deiner Drehung merke ich auch gleich, du hast, glaube ich, schon ein bisschen Bock auf Veränderung, oder? Warum bist du hier? Ich habe total Lust auf Veränderung. Okay. Ich bin in meinem Arbeitsalltag sehr stagnatiert sozusagen. Hi, ich bin die Sophia, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus München. Ich bin Restaurantleitung. Meine Style würde ich sehr einfach alltagstauglich beschreiben. Ich würde gerne ausprobieren, schöne Kleidchen, Röcke. Also sowas habe ich leider gar nicht in meinem Kleiderschrank und das ist für eine Frau, glaube ich, schon eine große Lücke. Fühlst du dich wohl so oder? Ich fühle mich ein bisschen langweilig. Aber du wirkst total lebensfroh. Also ich meine, das spiegelt das gar nicht wider. Überhaupt nicht. Ich würde, wenn ich dich auf der Straße sehe, wärst du so ein Klassiker, wo ich mich frage, warum sieht die so aus? Also weil du bist so schön, du hast so ein tolles Gesicht, du hast eine tolle Figur. Warum? Das würde ich mich fragen. Würde denken, Mann, also die kann doch noch so viel mehr aus sich machen. Ich würde auch gerne, aber ich traue mich nicht. Du traust dich nicht. Brauchst du jemanden, der dir da ein bisschen Mut gibt vielleicht und ein bisschen an die Hand nimmt? Würde ich bevorzugen, ja, weil dann ich sehe viele Trends und ich sehe viele Styles. Ich habe vorhin gesagt, dein Kleid ist mega schön. Ich würde mich nie im Leben trauen, sowas einfach nur auch anzuprobieren, weil ich denke so, wow, ob ich mit sowas auch laufen könnte, wüsste ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Okay. Ja. Ja, danke dir. Dankeschön. Hör mal, jemand, der Bock hat und mutig ist, komm mal her. Ich sehe da eine totale Freude und Offenheit und Fröhlichkeit und habe mir gedacht, okay, die will auch, die traut sich auch und aus der kann man bestimmt viel rausholen und das war der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, auf den Buzzer, die gehört mir. Ich würde mich total freuen, wenn wir das mutige Mädchen da drin heute mal so richtig rausholen, okay? Oh, gerne. Und wir machen feminin, wir machen weiblich und wir machen hier ein bisschen was weg. Okay. Okay? Gerne. Ja? Ja. Hast du Lust? Super. Okay, cool. Ich kann total. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich, danke. Oh, ich freue mich total. Wenn jemand, so, weißt du, so sagt, so, ich will so gerne und ich weiß einfach nicht wie, ja. Das juckt mich so sehr. Toll. Mit der wirst du auf jeden Fall, aus der wirst du richtig was holen und wirst einen richtig schönen, soliden zweiten Platz machen. Finde ich ganz toll. Also wirklich eine würdige. Wovon träumst du noch? Wow, also wenn man das im Fernsehen immer so hört, so, ich war so aufgeregt, das stimmt total. Ich habe mich gerade mega gefreut, dass sie gebassert haben. Ich dachte, es ist schon zu spät und ich bin gleich weg von der Bühne und habe mich schon gefreut, dass ich dabei war. Aber ich bin mega happy, dass es weitergeht. Auch Sophia braucht Mut zur Farbe. Ich habe das Gefühl, das ist so die sichere Variante und du traust dich nicht so richtig da raus. Ich sehe auch viele gleich geschnittene Blazer. Weißt du was? Du bist 25, ne? 25. 25 ist so jung, die steht doch noch so mitten am Anfang von allem. Und das ist das Alter, in dem du auch wirklich alles anziehen kannst. Den Kleiderschrank könnte ich auch einer 45-Jährigen geben. Sehr schade. Oder? Da hat sie noch ewig viel Zeit für. Und ehrlich gesagt würde ich ihr auch da immer noch ein bisschen mehr Mut zur Farbe wünschen. Da ist jetzt gar nichts dabei, was irgendwie so lebensfroh erscheint, wie du es mir rüberkommst. Ja, es ist eher, wie gesagt, pragmatisch einfach gehalten. Mhm. Farben, sowie, also Muster habe ich eigentlich gar nicht. Und jetzt machen wir mal, was man mit 25 so richtig schön anziehen kann. Ich sehe dich ja heute auf jeden Fall nicht in der Hose. Deswegen lassen wir die Abteilung da hinten, ja, glaube ich, gleich mal sein. Kleider oder Overalls oder Rock? Das bist du dabei? Ja, da bin ich definitiv dabei. Okay, schön feminin. Und ich habe auch das Gefühl, in dir steckt vielleicht auch so ein bisschen so ein Boho-Mädchen. Ein Boho-Mädchen? Könnte das eventuell sein, dass sich da eins versteckt? Ja. Ja? Also der Boho-Style, ich weiß, dass der total viel mit Mixmustern auch ist, egal ob Blümchen oder Streifen, dass das alles auf einem Kleid, auf einem Oberteil gemixt ist. Und das ist was, an was ich mich noch nie gewagt habe. Guck dir mal das hier an. Das ist mutig. Das ist mutig. Das ist sehr mutig. Was wollten wir heute sein? Mutig. Wir nehmen es mit. Nehmen wir gleich mit. Oh, das ist total nett. Danke dir. Was ist dein Gefühl? Das ist knallig. Alright. Wow. Aber guck mal, das ist sofort ein Kleid. Sonst
Tut mir leid, wärst du mir oft durchgerutscht, wenn ich dich irgendwo auf der Straße gesehen habe. Das passiert mir bei dir nicht. Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe. Ich bin totaler Blau-Fan. Voll gut, das wusste ich ja gar nicht. Mega. Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Ja. Ja, ich hätte das selbst nicht von der Stange so mitgenommen wahrscheinlich, muss ich wirklich sagen. Ich bin aber total happy, dass ich es gerade anhabe, weil... Ist ganz anders. Ist ganz anders, ja. Es betont so toll deine schmale Taille. Es ist so viel vorteilhafter als das, was du vorhin so versucht hast, mit so Lagen und weit zu kaschieren. Also ich finde den Look echt schön für dich. Und es ist eine gute Länge, weil es ist kein bodenlanges Kleid. Es ist nicht überdramatisch. Mhm. Ne, es ist leicht, fliegt. Also ich finde es schon mal echt gut. Mein Freund wäre erstmal total baff. Der würde mir nicht zutrauen, dass ich das anziehen würde überhaupt. Und der, glaube ich, wäre aber positiv begeistert, dass ich mich endlich an Farben rantraue. Nächstes? Nächstes. Okay, let's go. Los. Schnell, schnell, schnell. Jungs, so nicht. Ich sag, was denkt ihr denn? Die Farbe habe ich mich noch nie getraut, überhaupt einen kleinen Standard zu nehmen. Aber sie geht gut, sie funktioniert auch zu deinem Teint. Und, ich finde auch zu den Schuhen ist dir der Knaller. Die Schuhe sind der Hammer. Gefällst du dir? Total. Okay, schön. Man merkt sofort, dass du dich wohlfühlst. Und das ist auch super wichtig für mich. Dass du einfach echt so sagst, so, das bin ich auch. Und, das in einem Kleid. Ja, wie schön. Strahlende Gesichter und viel mehr Mut zur Farbe bei beiden Kandidatinnen. Nee, das ist mir zu niedlich. Okay. Die ist ja auch Knaller, aber ist ein bisschen viel. Das ist für das Kleid ein bisschen knapp, ja. Blau oder gelb? Blau oder gelb? Blau oder gelb? Blau ist die Lieblingsfarbe, gelb ist mutig. Ja, das aber ist schwierig. Es ist nicht so, als ob das Blau nicht auch mutig wäre. Ne? Das stimmt. Wir haben ja noch ein bisschen was mit deinen Haaren vor. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das lügt. Wer flüstert, der lügt. Lass dir nichts von ihr einreden. Wer flüstert, der lügt. Oh, guck mal, ein Unfall bei dir, ein Fashion-Unfall. Oh nein! Jetzt, wo es darum geht, auch was zu finden, was auf der einen Seite neu und mutig ist und auf der anderen Seite total Sophia und wirklich zu ihr passt, dann ist eine Stunde echt so schnell vorbei. Also die erste Hälfte ist geschafft. Wir haben dein Outfit. Das steht dir schon perfekt. Jetzt brauchen wir mal wirklich das passende Herren-Make-up dazu, ne? Damit hier der Rest auch perfekt dazu passt und dich noch ein bisschen mehr strahlen lässt. Und genau dahin entführe ich dich jetzt. Bereit? Bereit. Okay. Sag Bye-Bye zu den langen Haaren. Das perfekte Outfit ist gefunden. Jetzt folgt der zweite Teil des großen Fashion-Duells. So, liebe Sophia. Hallo, Hallo Hanna. Hi. Komm hi, rein. Sophia. Komm hi, rein. Ich bin Hanna. Sophia. Hi. Hanna. Head of Hair and Make-up. Sophia hat ja Gott sei Dank keine kaputten Haare und so. Nee, also man müsste eigentlich jetzt nicht aufgrund von, da ist einfach total viel irgendwie schiefgegangen oder so, viel machen. Aber ich finde es einfach, es ist sehr nett. So, ne? Und ein bisschen langweilig. Es ist ein bisschen langweilig. Und deswegen, und da bin ich super gespannt, was du sagst, würde ich gerne hier so ein bisschen was Longbob-mäßiges machen. Also nicht so, dass das hier so frei liegt, das fände ich zu kurz, aber so hier vielleicht so Schlüsselbein ungefähr, so die Länge finde ich gut. Als ich dann so meinte, okay, ich würde ganz gerne die Hälfte der Haare wegnehmen, war sie aber auch immer noch cool. Ich freue mich. Also ich meine, es ist schon die Hälfte deiner Haare dann weg. Ich meine, das macht nichts. Chapeau, wir Frauen, wir lieben doch unsere Haare, wir hängen da doch dran. Wir machen jetzt den Spiegel zu. Okay. Das heißt, ab jetzt begibst du dich voll und ganz, und zwar blind, in unsere Hände. Ja. Vielen Dank für dein Vertrauen und ganz viel Spaß. Einmal nochmal durchatmen. Ja. Und dann geht's direkt los. Ich bin sehr nervös. Ich habe immer lange Haare gehabt. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt für mich. Ich vertraue Hanna hinter mir sehr, dass das super wird. Von Farbe, von Länge und ich freue mich riesig aufs Ergebnis. Ja. Wow. Da war mal mehr. Ich bin total gespannt aufs Endergebnis, wenn ich mich irgendwann selbst im Spiegel sehen darf. Ich nehme die Trends ja auch wahr, nur trage ich sie selber nicht an mir und ich hoffe, dass sich das jetzt mit dem Umstyling, dass sich das ändert. Hier, meine Liebe. Ich wollte mal schauen, wie es dir geht. Hallo. Na? Okay. Also die Länge ist schon ab.
Ja. Und da war es schwer, war es schlimm? Es ging. Okay, ja. Sehr gut. Und da ist richtig schön viel unterschiedliche Farbe hier drauf, ne? Sie hat totales Vertrauen, gibt sich in meine, in unsere Hände und das ehrt mich sehr. Crazy. Prinzipiell trage ich wirklich nur Wimperntusche und kein Make-up. Das mache ich jetzt seit einem Jahr, weil sich dadurch auch einfach mein Hautbild verbessert hat. Ich hatte noch nie falsche Wimpern drauf. Das ist das erste Mal, dass mir da was mit dazugeklebt wurde. Ist ein ganz komisches Gefühl. Kenn ich so gar nicht. Gleich ist Sophia da. Sie ist jetzt wirklich umgezogen, zu Ende gestylt, geschminkt, Haare, alles sitzt. Ich habe es aber noch gar nicht gesehen. Ich bin super gespannt und ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös, ob es so geworden ist, wie sie sich's gewünscht hat. Hi! Oh, Sophia! Hi! Komm. Wow, du siehst so toll aus. Hallo! Okay, erstmal, wie fühlt sich's einfach nur an? Komplett anders. Das glaube ich. Ich fühle mich total so verwandelt. Super, das steht dir so schön. Wow, okay. Alles klar. Stell dich hier hin. Okay. Was sagt der Bauch? Der Bauch, der will, dass sich der Spiegel umdreht. Ja, okay, alles klar. Dann mache ich das jetzt. Ja. Mach doch bitte noch mal die Augen zu. Okay. Okay. Ich drehe um und ich sag dir Bescheid, wenn um. Atme noch mal ganz tief durch. Jetzt bin ich nervös. Ich glaube, dieser Look entspricht so viel mehr wirklich dir. Und ich habe das Gefühl, du strahlst wunderschön. Und ich hoffe, du liebst es auch so sehr wie ich. Mach bitte die Augen auf. Oh mein Gott. Wow. Und? Wow. Sieht toll aus, oder? Ich weine. Oh, doch, weine voll. Oh. Boah, ich finde mich gerade wunderschön. Oh, ich finde dich auch wunderschön. Ich bin so froh, dass du das sagst. Ich bin richtig, richtig glücklich gerade. Ja, schön. Super. Was glaubst du, was dein Freund sagen wird? Ich glaube, der wird begeistert sein. Ja? Ja. Schön. Ich glaube, er wird es genauso lieben, wie ich das gerade tue, in diesem Spiegelbild. Ich bin total begeistert. Ich hätte es nicht so erwartet, dass das so eine krasse Veränderung wird, innerlich und äußerlich gerade im Moment. Ich habe mich im Spiegel gesehen, ich habe mich wiedergefunden, ich habe mich sofort wohlgefühlt und ich war geflasht von meinem Anblick. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann los geht's zum Laufsteg. Ja. Aber erstmal zeige ich euch natürlich, wie sie vorhin aussah, als sie reinkam. Also total, ne, super nettes Mädchen, aber halt so ein bisschen graue Maus. Ich glaube, jetzt traut sie sich zum ersten Mal. Mich, als wäre ich einfach mal so komplett einmal die Haut abgezogen und jetzt bin ich da. Ja. Jetzt sehe ich mich auch selbst. Genau das habe ich mir für dich gewünscht.